Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss gestehen, Sie haben mich jetzt teilweise doch etwas erstaunt mit Ihren Wortmeldungen. Wenn ich an die CDU denke, dann denke ich eigentlich an Ihre Altkanzlerin, die immer gesagt hat, wir schaffen das. Wenn ich an die Linken denke, an die SPD oder die Grünen, dann höre ich immer, wir haben Platz. Und jetzt frage ich mich, diejenigen, die sich so kritisch einer weiteren Aufnahme gegenüber geäußert haben, sind Sie jetzt rechtspopulistisch geworden oder haben wir tatsächlich weniger Platz, als Sie uns haben glauben machen wollen in der letzten Zeit? Herr Täger, es ist schön, dass Sie sagen, naja, wenn Turnhallen gebraucht werden, dann sagen wir aber wenigstens, wir sind da nicht für. Können Sie ja machen. Bloß, wir haben die FDP in der Bundesregierung, wir haben einen FDP-Oberbürgermeister, andere Landräte, andere Bürgermeister sagen zumindest mal deutlich, so kann es nicht weitergehen. Das habe ich von unserer Stadtspitze jetzt leider so noch nicht gehört. Und vor allem, wenn eine Turnhalle belegt wird, dann ist die belegt, egal ob Sie sagen, wir finden das nicht schön. Dann findet kein Sportunterricht statt. Und ich muss sagen, ich habe die Schnauze voll davon, dass immer nach, also in Corona war es schon so, von vorher möchte ich gar nicht reden. Und jetzt kommt wieder die Forderung nach Turnhallen. Es sind immer die Kinder, die die Leidtragenden davon sein sollen. Und mir reicht es wirklich. Was Lösungen angeht, zum einen haben wir, glaube ich, Stand Mai 217 geduldet oder vollziehbar Ausreisepflichtige in Jena. Das wird sich wahrscheinlich von den Zahlen her noch etwas verändert haben, aber diejenigen könnten die Verantwortlichen zumindest mal abschieben. Und diejenigen, die das für inhuman halten, die müssen sich bewusst machen, dass solange der Rechtsstaat funktioniert, diese Plätze dann ja auch von tatsächlichen Flüchtlingen genutzt und belegt werden können. Und das andere, die letzten beiden Stadtratssitzungen haben wir damit verbracht, dass eine Mehrheit hier sich für Flüchtlingsschlepperei-Unterstützung ausgesprochen hat. Und diejenigen, die dafür sind, dieses Flüchtlingsschiff zu finanzieren, zu unterstützen, die sind vielleicht auch bereit, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen. Das muss ich sagen, fände ich ja mal wenigstens konsequent, wenn man sagt, wir haben Platz und wir wollen, dass immer mehr herkommen. Wenn diejenigen unter Ihnen sagen würden, bevor die in die Turnhallen hier müssen, nehme ich die bei mir zu Hause auf. Und wenn die Nächsten kommen, nehmen Sie die vielleicht auch auf. Vielleicht merken Sie irgendwann, dass auch Ihre Wohnung nicht umfassend groß ist. Vielleicht auch nicht. Ich finde, das sind zwei gute Lösungsansätze. Danke.